Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video nach einigen Jahren wieder. Und heute gibt es eine Folge Ruppellose. Wir haben hier viel Glück als erstes und damit beginnen wir jetzt auch. Let's go. Bei 30 Likes werde ich eine weitere Folge Ruppellose rausballern und wir werden heute schauen, ob es sich lohnen wird oder nicht. Ich würde sagen, jetzt fangen wir erst einmal an. So. Let's go. Da oben das erste Schweinchen oben auf 10. Das wäre schon ein toller Betrag. Dann haben wir hier 1000. 100. 2. 4. 1000 nochmal. 100 nochmal, 10 nochmal, 20.000 und das erste Los ist heute eine Niete, das heißt 2 Euro haben wir Verlust gemacht schon. Geht's gleich weiter mit dem nächsten 2 Euro Los, dann haben wir wieder 9 Gewinnzahlen, wir müssen dreimal das gleiche finden. Let's go. Beginnen wir mit dem ersten. Zum Beginn gleich 4 Euro. Dann einmal 5000. Noch einmal 4. 4 Euro wären schon sehr, sehr schmackhaft. 50.000. 25. 50.000. 8. Ja, Freunde, wir haben 4 Euro. Oh mein Gott, damit habe ich jetzt einmal gar nicht gerechnet, ohne Spaß. Was? 4 Euro? Jawohl. Oh, es gibt nur 6 Gewinn. Nein, 9 Gewinnzahlen. Wir haben einfach 4 Euro. Hier, einmal 4, zweimal 4 und dreimal 4. Sehr gut, wir sind auf plus minus 0. Geht's gleich weiter, den nächsten 2 Euro los. Wir haben jetzt da insgesamt 3x 2 Euro, 3x 3 Euro und ein 5 Euro los. Umso mehr Likes ihr sendet, umso eine speziellere, größere Folge wird folgen. Passt. Weiter geht's. Starten hier ganz oben 3000. Übrigens, Freunde, bei diesem Los haben wir den Kauf verdoppelt. Das ist eigentlich sehr selten. Ja, 4 Euro aber immerhin. So, weiter geht's hier mit jedem Los. 30 Euro. Boah, das wäre auch schon sehr schmackhaft. 3000. Noch einmal. Aber normal, wenn da so viele gleiche Zahlen sind, ist das normal nie etwas. Aber wir werden uns überraschen lassen. Wieder 4. Boah, stellt euch einfach vor, nochmal 4 Euro. Wie krank wäre das? 30, 8, bitte eine 4, eine 8 oder eine 30. Was, Freunde? Hä? Was ist heute los? Wir haben einfach wieder 4 Euro. Was? Wir haben 4, 4 und 4. Wir haben einfach den Einsatz schon wieder verdoppelt. Hier, ihr seht. 2 Euro kostet das. Wir sind jetzt also momentan 2 Euro im Plus. Was? Als ob. Da haben wir Blackjack als nächstes. Muss ich schauen, wie wir werden. Hier, so. Höher als das Kartenblatt der Bank, so haben sie dann unten die jeweiligen Kartenbetrag gewonnen. Gut, wir versuchen einmal unsere. Bankkarte ist 15. Wir starten hier mit Spiel 1. Sorry, Freunde, der Fokus spielt. So. Neun.
Das ist schon mal nichts. Dann haben wir 10, ist auch nichts. Und oh, 14 ist auch nichts. Nee, ich schau noch mal. Leider eine Miete. Das heißt, wir sind jetzt 1 Euro im Minus. Oh, ein toller Schnitt, Freunde. So. Ein Jahr Weihnachten. Können wir direkt mit einem 15er. Dann einem 9er. Mit einem 100er. Mit einem ein Jahr Weihnachten. Wieder einen 9er. Boah, stellt euch einfach vor, 9 Euro, wie krank, das wäre doch 6. Dann hätten wir unseren Einsatz schon wieder verdoppelt. Oder 15. Das sieht nicht. Oh, gib mir eine 15 oder eine 9 hier bitte. Schade. Wir haben hier noch ein Bonusfeld, wie ihr sehen könnt. Was gibt es bei diesem Bonusfeld? Einen Weihnachtsmann, 6 Euro, ein Geschenk, 3 Euro, 3 Geschenke. Das geht sehr schwer zum Rubbeln. Ein Geschenk. Noch ein Geschenk. Und ja, Freunde, noch ein Geschenk. Ja, wir haben einfach wieder 3 Euro gewonnen. Das heißt, wir sind nur 1 Euro minus bis jetzt. Oh mein Gott. Wir haben jetzt insgesamt schon 7 Euro. Gut, als nächstes kommt Wintercash, eins meiner Lieblingslose. Nur Opel. Ich habe mal einen dicken Schädel auf. Sehr schön. Und dann geht es hier los mit 30.000. Dann haben wir hier 9, 6, noch eine 6, eine 100, wieder eine 9. Oh, 9 oder 6 Euro. Wie nice wäre das bitte. Eine 12. Eine 15 und ich glaube, das war alles. Hier haben wir hier nichts, vielleicht im Bonusspiel. Hier gibt es zu gewinnen. Dreimal einen Schlitten, 3 Euro. Und dreimal Schneemann, 9 Euro. Hier den Dreck wegputzen. Okay. Let's go. Schneemann. Schneemann, stellt euch einfach vor, noch einen Schneemann. Ach komm, ich hab's gewusst. Eine Niete. Eine Niete, leider. So. Sind 4 Euro im Minus. Kommen wir jetzt zu 5 Euro los. Let's go. Ein Jahr Weihnachten. Pro Los kann man bis zu 3-mal gewinnen. Sehr schön, sehr schön. Wir starten hier mit dem ersten Feld.
Es geht sehr schwer zu rubbeln. Okay. Das geht so schwer, ich muss kurz eine Münze holen. Eine Sekunde. So, jetzt kann es hier weitergehen. Wir hoffen auf einen schönen Gewinn. Und heute haben wir 20 Euro geballert. Hoppala. Entschuldigung. So, weiter geht's. 3. Das sieht mir ganz nach einer Niete aus. Machen wir weiter mit Spiel 2. Seht ihr das? Ja. 10.005. 25. 15. Zehn. 10.000. 5. 3 und 1000. Wieder eine Niete. Oh, hoffentlich ist das nicht auch eine Niete hier. Komplett 25, 75.000, 25, 5. Ich hoffe, den Code werden wir brauchen, wenn wir etwas gewinnen. Wieder 5. 100, 1000, 15 und wir haben 5 Euro. 5, 5 und 5. Also ich kaufe selten 5 Euro Lose, aber diesmal ist das erste Mal, dass ich bei einem 5 Euro Los was gewonnen habe. Ah, es sind nur 3 Spiele, Entschuldigung. Sorry, Leute. Ja. Das war's mit den Losen, das heißt, wir haben nur 5 Euro Verlust gemacht, das ist sehr wenig. Ich hoffe, ich zeige euch nochmal die Gewinne. Hier haben wir 5, 5 und 5 sind 5 Euro. Dann haben wir hier 3 Euro bei den Geschenken. Dann haben wir hier 4 Euro einfach bei einem 2 Euro Los. Und nochmal 4 Euro bei einem 2 Euro los. Es ist geisteskrank, hätte ich niemals erwartet. Und der Rest sind leider Nieten. Und aber ja, ich bin zufrieden. 5 Euro Verlust kann man machen. Hier haben wir zum Vergleich 3 Euro los. Haben wir keinen Gewinn? Schauen wir nochmal. Nein, haben wir nichts. Dann haben wir hier auch nichts. Hier rubbel ich aber noch fertig auf. Haben wir noch mitnehmen. 12 Euro Gewinn. 100 Euro. 3 Euro. Und es muss höher sein. Also auch eine Niete. Und hier nochmals eine Niete. Ja. Freunde, das war's dann auch mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Like da und bei 30 Likes kommt die nächste Folge Robolose. Und ich würde sagen, es hat sich nicht gelohnt, leider. Aber es ist nicht schlecht für Robolose, so viel zu gewinnen. Ja, ich wünsche euch allen einen schönen Abend noch. Und lasst einen Like da. Bei 30 Likes balle ich so schnell wie es möglich die nächste Folge raus. Ich wünsche euch schöne Weihnachten, falls wir uns davor nicht mehr sehen, außer ihr liked alle. Lasst ein Abo da, ich werde viel mehr Robolos-Content machen. Und jeden Tag wird jetzt noch ein Robolos aus meinem Adventskalender kommen bis zum 24. Ich wünsche euch einen schönen Abend, lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Ciao, ciao.